Hallo und schön, dass ihr wieder bei meinem neuen Video vorbeischaut. Heute habe ich mal wieder einen Check für euch, nämlich den Ab in den Frühling Check. Und ich dachte mir, das passt ja super, weil bei uns sind wirklich sehr sonnige Temperaturen schon. Also wir haben schon mehrere Tage jetzt über 20 Grad. Das ist ja schon eher so ein Sommerfeeling und nicht mehr so ein Frühlingsfeeling. Aber ich dachte mir, naja, eigentlich haben wir ja trotzdem Frühling. Deswegen mache ich den Ab in den Frühling Check und es sind 10 Fragen und ich freue mich schon sehr darauf, die jetzt zu beantworten, weil das wirklich, da sind wirklich sehr, sehr coole Fragen dabei und ich habe sehr coole Bücher dazu auch rausgesucht. Und wir starten jetzt auch direkt mal mit der ersten Frage. Und die erste Frage ist Frühlingsanfang. Auf welche Neuerscheinung freust du dich besonders? Und da musste ich direkt an Promise von Kiera Cass denken, das nächsten Monat erscheint. Das ist ja auch die Autorin, die Selection geschrieben hat. Und Selection ist wirklich so, also ich habe halt nur die 3 Bücher gelesen, aber diese 3 Bücher sind ja ineinander abgeschlossen und dann gibt es ja noch ein 4. und ein 5. Aber ich habe halt nur die 3 gelesen, die habe ich so verschlungen und deswegen bin ich wahnsinnig gespannt auf das neue Buch von ihr. Ich dachte mir halt auch, weil ich ja das Buch jetzt noch nicht hier habe und ich euch deswegen auch nicht mit meinen eigenen Worten erzählen kann, was in dem Buch passiert, ja, lese ich euch jetzt einfach mal den Klappentext vor, den ich im Internet gefunden habe und das werde ich jetzt machen. Wie jedes Mädchen am Hofe hofft Hollis, dass sie diejenige ist, die König Jamesons Herz erobert. Als sie auf einen Ball stolpert und ihm buchstäblich in die Arme fällt, verliebt Jameson sich Hals über Kopf in sie. Er beginnt, ihr mit extravaganten Geschenken den Hof zu machen und Hollis kann ihr Glück kaum fassen. Doch ist das wirklich das Happy End? Der mysteriöse fremde Silas bringt Hollis Welt ins Wanken. Silas ist kein König, Luxus und Macht kann er ihr nicht versprechen. Aber jeder Blick von ihm trifft sie mitten ins Herz. Die Augen des ganzen Volkes sind auf die zukünftige Königin gerichtet und niemand ahnt, welche Stürme in ihr toben, während sie lächelt. Also ich finde, das hört sich halt mal wieder nach einer wahnsinnig spannenden Geschichte an und deswegen, ja, bin ich gespannt, ob sie mich genauso fesseln wird, wie es auch Selection tun konnte. Dann kommen wir auch jetzt schon zur nächsten Frage. Frühlingsmüdigkeit. Welches Buch fandest du zu langatmig, hat dich ermüdet? Und dann musste ich leider direkt an den zweiten Teil von Size denken, Der Zorn der Gerechten von Neil Schusterman. Das habe ich ja, meine ich, vorletztes Mal als Hörbuch gehört und es hat sich wirklich leider für mich sehr gezogen und auch wenn es zwischendurch ein paar spannende Elemente hatte, ja, hat es sich für mich trotzdem sehr in die Länge gezogen angefühlt und meiner Meinung nach hätte man es auch verkürzen können, aber ja gut, also ich bin mal gespannt auf den dritten Teil, ob der mich mehr fesseln kann, gucken wir mal. Falls ihr aber nicht wisst, worum es in Size geht, also das ist jetzt halt der zweite Teil, aber im ersten Teil geht es halt darum, die Bücher spielen halt in einer Welt, in der es keinen natürlichen Tod mehr gibt und deshalb gibt es halt dieses sogenannten Scythe. Sie suchen sich halt Menschen aus, die dann sterben sollen und dann gibt es in dem Buch Sita und Rowan, die halt in die Ausbildung eines Scythes gehen, bei einem Scythe. Ja, und darum geht's, sie dreht sich dann halt so grob und es ist wirklich, also die Idee der Geschichte ist halt wirklich sehr, sehr spannend, aber ja, leider hat sich halt der zweite Teil für mich sehr gezogen. Und ja, sehr, sehr schade. Also mal gucken, wie es dann beim dritten Teil ist. Die Blumen blühen. Zeige ein Buch, dessen Cover sehr bunt ist. Und ja, mir ist halt direkt das Buch ins Auge gesprungen. Auch wenn das Cover eher so dunkel gehalten ist, durch dieses Dunkelblau, finde ich, dass das trotzdem super zum Frühling passt. Einfach durch diese rosanen Blumen, die da drauf sind und da so blühen, finde ich, passt es halt wirklich gut zum Frühling. Es ist das Cover von 3 Schritte zu dir. Ein sehr, sehr emotionales Buch, in dem es um Stella geht und Stella leidet an Mukoviszidose. Und ja, deshalb muss sie halt öfters ins Krankenhaus und bei einem dieser Krankenhausaufenthalte lernt sie Will kennen und ja, aufgrund der Krankheit, also Mukoviszidose, die sie beide haben, sind sie halt gezwungen, einen gewissen Abstand zueinander zu haben, deswegen halt der Titel 3 Schritte zu dir und sie lernen sich halt trotzdem immer besser kennen und es ist wirklich auch eine sehr tragische Geschichte. Ich habe öfters geweint beim Lesen dieses Buches, aber es lässt sich halt auch super schnell lesen. Es ist halt ja auch nicht das dickste Buch, aber es ist halt auch sehr emotional. Nächste Frage. Frühjahrsputz. Welches Buch oder Bücher möchtest du aussortieren? Und da ich ja gerade erst einen riesigen Anhaul gemacht habe, also ganz viel aussortiert habe,
und ihr Lust dazu habt, das zu sehen, welche Bücher das sind, dann könnt ihr, ich glaube, es war das vorletzte Video oder so, da habe ich fast 30 Bücher aussortiert. Und ich dachte mir, da ich sie jetzt auch schon weggeschickt habe, dachte ich mir, ja gut, ich habe jetzt auch kein Buch dann jetzt gerade hier, was ich euch zeigen könnte, was ich aussortiert habe. Und deswegen dachte ich mir, ja gut, dann erzähle ich es euch einfach. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne bei dem Video vorbeischauen. Nächste Frage, Frühlingsgefühle. Für welche Protagonistin oder Protagonisten bist du während des Lesens selbst in Schwärmen geraten? Und da musste ich direkt an Cinder und Ella von Kelly Oram denken, weil ich so oft mit Ella über Cinder mitgeschwärmt habe, weil Cinder ein ganz, ganz, ganz toller Protagonist ist. In dem Buch geht es um Ella, die einen schweren Autounfall hinter sich hat und auch etwas, ja, ist auch etwas sehr Tragisches zugestoßen. Und nach mehreren Reas zieht sie dann zu ihrem Vater nach Los Angeles. Und Cinder war halt vorher so ihr Chatfreund, also sie haben halt vorher immer miteinander geschrieben, aber danach dem Unfall hat Ella sich zurückgezogen. Und als sie dann in diese neue Stadt ziehen muss, zu ihrem Vater, ist halt alles sehr neu für sie. Und sie möchte sich dann halt mal wieder bei Cinder melden und tut das dann auch. Und dann fangen sie an, wieder mehr miteinander zu schreiben. Aber was Ella halt nicht weiß, ist, dass Cinder einer der angesagtesten Schauspieler von L.A. ist. Und die Geschichte ist einfach wirklich auch sehr, sehr emotionsvoll. Also ich habe auch öfters geweint, ich habe aber auch zwischendurch war ich halt mit so voll in love, mit also wegen Cinder. Und dann war es zwischendurch so, dass ich auf manchen Protagonisten in dem Buch wahnsinnig wütend war. Aber es ist nichtsdestotrotz wirklich ein ganz wahnsinnig tolles Buch, was ich voll in mein Herz geschlossen habe. Und ich habe es damals so weggesuchtet. Und es war letztes Jahr, glaube ich, mein Jahreshighlight und gehört zu meinen Lieblingsbüchern und es ist ganz, ganz, ganz große Liebe. Nächste Frage. Es riecht nach Frühling. Welches Buch konntest du nicht mehr aus der Hand legen? Hast du eingeatmet? Und es ist Die Welt, wie wir sie kannten, von Susan Beth Pfeffer. Ich musste direkt an dieses Buch denken. Es ist eine Dystopie. In dieser Dystopie geht es halt darum, dass der Mond aus seiner Umlaufbahn geraten ist. Ich weiß gar nicht mehr genau den Grund. Und deswegen gerät er zu nah an die Erde heran. Und das verursacht sehr viele Umweltkatastrophen. Und die ganze Wetter spielt dann auch verrückt. Und wir erleben das hier beim Lesen mit einer Protagonistin zusammen und wie sie das alles erlebt und ja, wie sie das mit ihrer Familie versucht zu überstehen und was sie alles dann machen und was da halt alles passiert. Und es gibt drei Teile davon und die habe ich alle hintereinander so weggesuchtet, wirklich, weil es so unglaublich spannend ist. Also wenn ihr gerne Dystopien lest, dann kann ich euch diese Trilogie wirklich voll empfehlen, weil sie wahnsinnig spannend und fesselnd ist, wirklich. Also ich lese da zwischendurch sehr, sehr gerne Dystopien und das ist wirklich so ein Buch, was ich nicht mehr aus der Hand legen konnte. Nächste Frage. Ohne Bienen, ohne mich, zeige ein Buch, auf das du nicht verzichten kannst. Und es ist eindeutig Mit dir an meiner Seite von Nicholas Sparks. Das ist das Buch, was ich auch schon am längsten immer im Regal habe. Ich glaube jetzt so knapp 10 Jahre ungefähr. Es ist wirklich das Buch, womit ich auch so ein bisschen begonnen habe, dieses Lesen für mich zu entdecken. Ich habe es halt vor 10 Jahren oder so, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, gelesen. Habe es auch schon öfters gelesen und deswegen ist es das, was ich auch niemals aussortieren könnte. Falls ihr nicht wisst, worum es geht um Ronnie, die mit ihrem jüngeren Bruder die Sommerferien in North Carolina bei ihrem Vater verbringen muss. Und sie ist alles andere als begeistert, denn sie hat jetzt nicht das beste Verhältnis zu ihrem Vater und deswegen ja, freut sie sich da eigentlich so gar nicht drauf. Aber sie lernt dann dort den Will kennen und Will und sie lernen sich dann halt auch immer besser kennen und das Verhältnis zu ihrem Vater wird auch immer besser und es wird wirklich ein ganz, ganz toller Sommer, bis etwas passiert, was das ganze Glück von ihr zerstört und ins Wanken gerät und es ist auch wirklich auch was Tragisches und es ist aber auch wirklich sehr, sehr traurig. Vielleicht kennt ihr auch den Film habe ich auch schon des Öfteren gesehen und das Buch ist das eins, was ich niemals aussortieren könnte, niemals. Vogelgezwitscher. Welches Buch, über das jeder spricht und das sehr gehypt wird oder wurde, gefällt dir überhaupt nicht? Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich euch da leider kein Buch jetzt zeigen kann, weil ihr wisst, auch wenn ich zwischendurch meine Schwierigkeit mit manchen Büchern hatte, wie zum Beispiel Das Reich der 7 Höfe, ist es aber nicht so, dass ich ein Buch mir jetzt ganz direkt einfällt, was so gehypt wurde und ich das absolut nicht mochte. Weil auch zum Beispiel Das Reich der 7 Höfe war es so, dass ich ja trotz meiner Schwierigkeiten fand die Geschichte trotzdem an sich gut und das Ende spannend und ja, deswegen kann ich euch da jetzt leider kein Buch zeigen und ich, ja, beantworte es jetzt ehrlich und deswegen, ja, kann ich euch halt leider kein Buch zeigen.
Dann kommen wir jetzt auch schon zur vorletzten Frage. Die Tage werden wieder länger. Zeige ein Buch mit den meisten Seiten. Und das dickste Buch immer im Regal ist Harry Potter und der Orden des Phönix. Es hat ungefähr 956 Seiten und deswegen ist es das dickste Buch in meinem Regal. Ich habe auch noch nie ein Buch gelesen, was diese Seitenanzahl hat. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was das längste oder beziehungsweise dickste Buch ist, was ihr in eurem Regal habt oder was ihr schon gelesen habt. Das würde mich mal sehr interessieren. Na ja, ich wisst ja auch, das habe ich ja auch noch nicht gelesen, aber ich habe es ja vor, das dieses Jahr zu lesen, aber es ist ja schon ein ganz schön dickes Buch. Also ich bin mal gespannt, wann ich es dann lesen werde, weil ihr wisst ja eigentlich, bin ich jetzt nicht so der Riesenfan von so dicken Büchern, aber ich meine, es ist Harry Potter, also es kann nur gut sein. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage. Heuschnupfen. Nenne ein Buch, das dir die Tränen in die Augen getrieben hat, weil es entweder so lustig oder so traurig war. Und da musste ich direkt an ein Buch denken, was wirklich sehr, sehr traurig ist. Und das ist Deine letzte Nachricht für immer. In dem Buch sind ja sehr viele verschiedene Nachrichten drin, die jemand halt zuletzt erhalten hat von einer Person, die danach gestorben ist. Oder von dem Freund oder die Freundin, wo dann die Freundschaft zerbrochen ist oder wo dann die Beziehung kaputt gegangen ist. Und es ist wirklich sehr, sehr emotional. Ich habe bei super, super vielen Nachrichten total geweint und es bricht wirklich mir bei der einen oder anderen Nachricht wirklich sehr, sehr das Herz, weil es ja, sind halt da letzte Nachrichten und es ist halt wirklich ganz oft super, super tragisch. Und deswegen musste ich ja halt direkt an dieses Buch denken. Und das war's jetzt auch schon mit diesem Tag. Mir hat's mal wieder sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat's genauso viel Spaß gemacht. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen werden. Bis dann!